Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial, wieder im Snapshot mit den Hoppern hier am Start. Und ja, ich habe das Item-Sortiersystem von da hinten noch verbessert. Dazu habe ich ein Design von JL2579 genommen und es noch verbessert, also die Idee davon. Ich habe es deutlich kleiner und mit weniger Aufwand, also mit weniger Blöcken auch. Ja, ist logisch, wenn es kleiner ist, mit... Ja, statt zwei Pisten zum Beispiel ein oder statt drei Power Drain nur zwei und ich brauche keinen Redstone Block. Und ich werde auf jeden Fall das andere Tutorial von JL2579 hier verlinken. Und ja, alle Items, die man aussortieren möchte, werden hier zuerst in die Input-Kiste gepackt. Ich sortiere jetzt in diesem System die Blöcke vom Stein bis zum Kohlohr, also diese Reihe und bis hier, aus. Die kommen dann durch die Hopper, gehen die hier in diesen Dispenser rein. Und hier ist eine Glock angeschlossen und die lässt den Dispenser die Sachen dann rausschießen. Und ja, hier ist ein Iron Bar, damit die Items hier in die Mitte reingetan werden, reingetutet. Und damit die Hopper die auch wirklich vernünftig aufnehmen können. Und dieser Wasserverlauf geht hier einmal ganz durch. Und ja, am Ende ist halt die Kiste mit den Sachen, die nicht sortiert wurden. Und ich habe das schon ein paar Stunden laufen gehabt und es ist, hat immer zu 100% funktioniert. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen mal zu einer Zelle am besten, die gerade angesteuert wird. Also, hier sind jetzt die Birchwood Planks. Und sobald hier mehr als 17 Stück drin sind, dann wird das Signal abgegeben. Diese Blöcke hier sind Platzhalter, wie das schon steht. Und obwohl Sandstone und dieser Platzhalter hier eigentlich der gleiche Block sind, der hier heißt anders und deswegen kann ich kein Sandstone hier reinpacken, egal was ich machen will. Also mit Shift-Klick kann da kein Sandstone rein, das heißt ich kann sogar Sandstone hier in dem System sortieren und es würde nicht hier sich stacken. So, wenn jetzt mehr als 17 hier sind, dann sind in dem ganzen Teil hier 22 Blöcke. Das heißt, dass ja, dieser Comparator hier 22 Blöcke ist nämlich ein 15. ungefähr von dem ganzen Platz, der hier drinne ist. Und dann, wenn der Comparator ein 15. davon detected hier drinne, dann wird er ein Signal ausgeben, das ein Block lang ist. Das heißt, dieses Redstone hier wird dann gepowert und dieser Piston wird aktiviert. Was der jetzt macht, ist, dass der diese Redstone, dass der diese Powered Rail unter das Minecart schiebt und sich mit dieser Powered Rail hier verbindet. So, das Minecart ist damit in dieser Schräglage und connected mit dem Item Hopper. Das heißt, die Items vom Item Hopper werden in die Minecart-Kiste reingepackt und der ist auch noch mit diesem Hop hier unten verbindet, das heißt, die werden direkt durchgeleitet in die Kiste rein. Ups. So. Das heißt, der ist dann so schräg. Mal sehen, ob wir das hier irgendwo sehen. Hier sehen wir das. Und ist dann zu oben connected und zu unten und das wird direkt durchgeleitet. Und ja, wenn dann nur noch 17 Blöcke da drin sind, wird dieses Signal wieder weggehen. Und der Piston zieht die Rail wieder zurück und das Teil hier geht wieder runter. So, und wie man das Ganze jetzt baut, ich mach mal eben die Zeit auf 0 zurück. Wie man das Ganze baut, ist ganz einfach. Also wie gesagt, ich habe da ein Design von JL genommen, 2579, und habe das verbessert. Da platziert man jetzt einen Hopper. Das hier ist einer von den oberen, wo der Waterstream lang geht. Wie man das macht, zeige ich jetzt nicht. Hier, darum geht's gar nicht. Dann ein Redstone Comparator, hier ein Block. Da ein Sticky Piston, dann so noch ein Sticky Piston, hier wird dann eine Powered Rail platziert, hier wird ein Hopper platziert und dann wird da noch eine Kiste platziert, wo dann die Sachen alle reinkommen. Als nächstes brauchen wir noch, hier eine Powered Rail
Und dann wird dieser Block wieder weggeschlagen. Redstone Torch. Minecart mit der Kiste dahin. Die Torch wieder weg. Dann der Block da wieder hin. Unten Redstone drauf. Und das war's. Wenn wir jetzt hier mehr als 22 Blöcke, packen wir mal 64 rein, hinpacken. Dann wird das halt so in Schräglage gebracht, das Minecart connected mit dem Hopper. Und auch hiermit, das heißt, es fließt hier durch, direkt in die Kiste rein. Das wäre nicht so schlimm, wenn das hier nicht connecten würde. Es würde ja danach dann in die Kiste gehen. Aber ja, das wär's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Es ist deutlich kleiner und ich habe es noch nicht kompakter gesehen. Und ja, ich würde sagen, dass bis jetzt das beste Design, was ich gesehen habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten und zu kommentieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Hello and welcome to my new Minecraft Tutorial. Today I will show you my fully automatic hopper item sorting system. Here you have the input chest. You can put all the blocks you want to sort in there, so I will put some in there. In this system, I sort out these blocks here up to the coal ore, and yeah, let's put some in there just as an example. And here are some minecarts, which are not put it in there, man, which are not sorted in the system. Yes, they will get transported through these hoppers into the dispenser. It will the dispenser is connected to these to this clock, which yeah, and then he will shoot the items out in this water stream. Here with the iron bar, they will get pushed in the middle of the water stream, so the hoppers are able to pull them in. And yes, here are the components of the sorter, the hearts or something you can call it. And yeah, the way that works is, here are four blocks. They are named Platzhalter. It means like they hold the place so no other item can go into there. And even the sandstone, the same item but another name, can't go in there when I click it. So I can, yeah, sort sandstone. Yes. So when the items, we had an example here with the stone, go in there, this comparator will put a signal to the redstone wire, and this will power the piston. This piston will push this rail, this powered rail, to the minecart, and this rail will connect to this rail, so it gets in, yeah, like this. And the minecart then touches the hopper, and the hopper will put the stone into the minecart as long as this rail is under the minecart. And then, when here are not enough blocks, when there are 17, like you see here, it will put the signal away, and this rail gets pulled from the piston, so the minecart, yeah, is here and can't pick up blocks from the hopper. And then they will get through this hopper in this chest. Yeah, and the items will go through this water stream with two ice blocks here between this hearts. And yeah, every item will be sorted where it has to be. And let's look if our minecarts are already sorted. No. Then they are in the dispenser or something. Or are they here? No, where are they? Where are the minecarts? Not in this chest, so they have to be somewhere. Here is one minecart, and the other should follow soon.
And yeah, this is made very easily. It's very compact. I used the design of JL and I improved it. He used one more sticky piston and one more powered rail, and it was a bit bigger. So this here is much more compact. You need the hopper, then the comparator, then you place a block here with a redstone on it, like you saw already, then this sticky piston, a powered rail, then here you need a hopper, and there under the hopper you need a chest, like this, and then you need a block here, and a powered rail there, and then you can put this away, put the torch here, put the minecart with the chest on this rail, put this away, and yeah. So now, if here are more than 22 blocks, like 64, this will get pulled up, and the items will flow into this chest, through the minecart with the chest, through the hopper, and yes. So I hope you can use it for something. It's very compact, and yeah, I hope you enjoyed the video. Sorry for my bad English, and yeah, don't forget to rate the video and to comment, and we will see you next time.